Ja, hallo meine Lieben, der Finchi und ich sagen hallo, sag mal hallo. Hallo. Heute geht es um unsere Top 5 Fahrzeuge, jeder hat 5. Und es gibt keine Raumschiffe, keine Boote irgendwie, sondern so ein bisschen auf dem Land. Jeder hat seine 5 Favoriten aufgezogen und das und mehr nach dem Intro. Das Thema ist eigentlich recht klar, oder müssen wir da noch irgendwas sagen, Finchi? Nö, ne? Nö, eigentlich nicht, du hast ja schon gesagt, das ist außer Raumschiffe und Boote. Ja, genau. Ja, ganz normale Fahrzeuge. Du bist ja auch auf YouTube, ne? Willst dich einmal kurz genau, vorstellen? Genau, ja, ich bin Finchi von Finchis Welt. Ich mache quasi alles, was irgendwie mit Gaming zu tun hat und was auf YouTube generell so momentan angesagt ist. Unboxing, ich mache Snackchecks, ich teste coole und skurrile, leckere Snacks und Gaming. Gaming. Ja, sehr gut beschrieben. Und ihr seht jetzt, das Video ist ja einigermaßen kurz für unsere Verhältnisse. Wir wollen ja mal was testen. Wir haben euch jetzt nämlich die Option gegeben, entweder ihr guckt dieses Video, wo wir jetzt einfach mal in ein paar Minuten unsere Top-Fahrzeuge vorstellen möchten, oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf die lange Laber-Version klicken. Den Link findet ihr hier oder in der Videobeschreibung. Da könnt ihr draufklicken und dann seht ihr jeweils die Parts in der langen Version. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit unseren Plätzen 5 bis 3 und die Plätze 2 bis 1 findet ihr dann auf Finchis Kanal, dazu dann aber gleich mehr. Der Gast darf anfangen. Finchi, was ist denn dein Platz 5 der Fahrzeuge? Mein Platz 5 ist direkt schon mal kein richtiges Fahrzeug, es ist ein Wasserfahrzeug, nämlich der Jetski aus Wave Race bzw. Splashdown. Hast du denn, welche Wave-Race-Spiele hast du denn gespielt? Weil ich habe ja den 64-Teil und den Gamecube-Teil gespielt. Ich habe nur den N64-Teil gespielt. Den Gamecube-Teil, den muss ich mal irgendwann noch nachholen. Weil du meinst ja auch schon, der sieht ganz gut aus und ist gar nicht so mega teuer. Ja, die Wassereffekte, legendär. Aber warum ist denn jetzt genau dieser Wave-Race, dieses Ding auf deiner Top-Liste? Das hat eher so was Persönliches. Ich habe das früher mit meinem Vater sehr oft gespielt. Und da ist das Ding einfach mega hängen geblieben, weil vor allen Dingen war es immer lustig, dass er es nicht so auf die Reihe bekommen hat, aber ich habe ihn immer voll abgezogen und dann, daher kommt das irgendwie. Genau wie Mario Kart, das kann man irgendwie so vergleichen bei mir. Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe früher auch Wave Race gespielt und es hat schon echt Spaß gemacht, mit diesen Wasserfahrzeugen da ein bisschen rumzuflitzen. Und mein Platz 5 ist da so ein bisschen ähnlich. Da geht es nämlich um das Sumpfboot aus Half-Life 2 und das hast du ja nie gespielt. Nein, richtig. Aber das ist bei mir halt hauptsächlich auf der Liste, weil ich halt damals so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Schiss vor Wasser und in Half-Life 2 bist du in so einer Passage, wo du lange rumfährst und das ist sehr unheimlich und jedes Mal mochte ich es nicht, wenn ich von diesem Sumpfboot runter musste, weil dann bist du im Wasser gewesen und dann wurde es unheimlich und du warst dir nicht mehr so sicher und deshalb hatte ich halt so eine richtige Beziehung zu meinem kleinen, sicheren Sumpfboot aufgebaut. Dann warst du froh, wenn du wieder wegdüsen konntest ja, mit dem Sumpfboot. Immer, ja, genau, wegdüsen und rumschießen und kann ich verstehen. Ja, deshalb mochte ich das Sumpfboot echt gerne in Half-Life 2. Was ist dein Platz 4? Platz 4 ist bei mir kein Fahrzeug, wo ich selber mitfahren kann, sondern was einfach so rumfährt, nämlich der Sammler oder halt sämtliche Sammelfahrzeuge aus Strategiespielen. In dem Fall der Sammler aus Command & Conquer 1. Genau, da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Ja. Bei mir wäre es dann der Sammler aus Dune 2 gewesen. Genau, weil er einfach so, das war irgendwie so ein mega wichtiges Fahrzeug, weil es halt die Ressourcen ranholt. Aber es war trotzdem so angreifbar, weil es sich halt nicht verteidigen konnte. Man war immer direkt genervt, wenn man schon gehört hat, im Multiplayer, ja, Sammler wird angegriffen. Oh Mann, wo ist der? Wo fährt der Trupp ist schon wieder rum? Da muss man da gucken und suchen. Das war immer eine Sammler, angespannte Situation. Ja. Wenn die Sammler irgendwie losgeschickt wurden, in meinem Fall in die Wüste zu den Sandwürmern, und du warst immer mega angespannt, weil die Dinger einfach nicht sterben durften. Genau, genau. Das war immer so ein bisschen nervig, aber man hat sie trotzdem gemocht, weil sie halt wichtig waren irgendwie. Genau. Ja, mein Platz 4 ist auch ein gepanzertes Fahrzeug und zwar ist das der Panzer aus Conker's Bad Fur Day, ein Spiel, das du auch unbedingt mal nachholen musst. Ja, muss ich mal tun. Ja, aber Panzer haben wir ja auch gerade in der langen Version sehr ausgiebig gesprochen. Und bei mir war es speziell deshalb, weil nicht nur in der Hauptstory du ja mit dem Panzer diese coolen Kriegslevel da durchspielen musstest, sondern weil halt auch in diesem coolen Multiplayer du diese Panzerlevel spielen konntest, wo du dich gegenseitig abballern konntest. Ziemlich cool waren auch die Panzer aus Wii Play oder aus den Mario Party 2 Minispielen. Und du hattest auch ein paar Panzer noch erwähnt, ne? Die Panzer aus Battlefield halt, weil das halt ein sehr wichtiger Bestandteil von der ganzen Battlefield-Reihe ist, weil mit dem Panzer einfach, da fährt man mit seiner ganzen Crew durch die Gegend und jeder, der eine ballert da, der andere da, der eine steuert das Teil, überfährt vielleicht noch einen Gegner oder sowas. Ja. Und man kann die Gebäude einreißen damit. Deswegen ja, dafür Panzer sind Panzer ja da, genau. Natürlich wichtig, klar. Panzer sind cool. Ja. So, ja Mensch, was ist denn dein Platz 3? Platz 3 ist dann das krasse Gegenteil von einem Panzer, nämlich die Lore aus Donkey Kong Country. Ja, ist ein sehr cooles Gefährt,
weil man halt damit gar nicht so, also ich habe zumindest damals auf dem Super Nintendo gar nicht mit dieser Lore gerechnet auf einmal. Das ist ja direkt das zweite Level, glaube ich, gewesen. Und das hat sich halt bis heute auch etabliert, diese Lore. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann wieder so eine Lore, so ein Loren-Level in einem Donkey Kong Country sehe. Zuletzt bei Tropical Freeze, das Loren-Level war ja auch sehr cool mit den verschiedenen Perspektiven, die dann da geschaltet wurden und sowas. Ja. Ja. Ja, es ist eins der schwersten Level aus dem ersten Spiel, eins der kultigsten Level und ich finde es super cool, dass sie diese Lore immer wieder weiterbehalten. Ja, auf jeden Fall. Ja, vielleicht taucht die Lore ja bei mir auch noch irgendwo auf in der Liste, weiß, wir wollen ja nichts machen. Aber vorher ist ja mein Platz 3 ist das Katapult aus Ulduar, aus dem zweiten Raid aus Wrath of the Lich King. Für mich ja immer noch einer der abwechslungsreichsten und besten Raids, die ich so gespielt habe. Das war halt ganz am Anfang, wo du halt in diese verschiedenen Fahrzeuge gehen konntest. Belagerungsmaschine, Motorrad, das du immer genommen hast. Ne? Genau. Musst du oder halt so dieser Zerstörer. Ja, genau. Das war halt cool. Jedes Fahrzeug hatte seine eigene Rolle. Es war total taktisch, vor allem wenn du den Hard Mode machen wolltest und halt wirklich alles zerstören wolltest. Und gerade am Anfang, wo dein Equipment noch nicht so gut war, da war es gar nicht so einfach, mit den Maschinen genau, immer alles genau zu überleben und vor allem den Boss dann auch wirklich tot zu kriegen. Und das war so ein richtig geiler Anfang, der super viel Spaß gemacht hat mit diesen Fahrzeugen in einem super coolen Raid. Genau. Ja, dann sind wir ja auch schon hier an dieser Stelle fertig. Ne? Richtig, weil jetzt richtig machen wir ja einen Schnitt und Platz 2 bis 1 finden wir wo? Bei mir auf dem Kanal. Da könnt ihr wahrscheinlich hier irgendwo klicken, denke ich mal. Genau. Ihr könnt hier klicken oder in der Videobeschreibung. Wie gesagt, wenn euch das zu schnell war, ihr könnt jetzt wählen, ob ihr den zweiten Teil in der kurzen oder in der langen Version guckt. Das heißt, ihr habt 3 Links. Einmal zu der langen Version von diesen Plätzen, die kurze Version von Platz 2 und 1 und die lange Version von Platz 2 bis 1. Oder ihr geht direkt auf Finchys Kanal. In jedem Fall sehen wir uns gleich. Genau.